Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Also heute nichts zu Trump, ne? Nee, Heute nee, nichts. nee, nee, von dem will ich jetzt gar nichts mehr wissen, ey. Der versucht noch mal irgendwie Öffentlichkeit zu kriegen, aber auf die Tour glaube ich besser nicht. Hey, nichts zu Trump, habe ich gesagt. Hast du noch andere Themen? Ja, klar. Hast du gehört, der Wissing ist gerügt worden vom Rechnungshof. Die haben ihm gesagt, dass er immer noch keine gescheite Auskunft gegeben hat zum Zustand der Gleise der Bahn. Das musst du dir mal Aber im die Kopf kennt auch zergehen. jeder. Die sind scheiße. Und da muss er dem Rechnungshof nicht auch noch sagen, die sind scheiße. Und jeder Ja, weiß das. der Also. Rechnungshof kommt aber um die Ecke und erzählt ihm, wenn die Bundestagsabgeordneten das nicht wissen, dann können die auch keine gescheiten Gesetze machen. Da ist was dran. Also das muss man jetzt wirklich denen lassen. Die müssen ja endlich mal in die Pötte kommen mit dieser Drecksschuldenbremse. Die muss weg, sage ich dir mal. Also ich würde ja alle Bahngleise abbauen, weil die Züge ja entweder gar nicht fahren oder mit Tage Verspätung ankommen und den Stahl verkaufen an Das. ThyssenKrupp. Haben die genügend Material? Ja, das wäre Recycling par excellence. Ja, das würde sicherlich auch den Krupps und Thyssens gefallen. Dann hätten wir das mit dem grünen Stahl auch erledigt. Ne? Ja. Wenn dann die restlichen Autobahnbrücken auch noch einstürzen, dann findet gar kein Verkehr mehr statt. Dann sind wir bei der regionalen Wirtschaft. Richtig, Recycling vor Ort. Ne? Ja, genau. Hast du mitgekriegt, in Österreich, da haben sich die Klimakleber überall auf die Straßen geklebt und haben Wasser kommen lassen. Ist nicht wahr. Doch, doch, die konnten nirgends nicht mehr fahren. Überall war Wasser. Ja. Ja, so ist das halt. Also auf der Sekundenkleber wirkt auf Wasser eben nicht. Das ist das. Naja, also ich glaube, wir müssen uns mal ernsthaft auseinandersetzen mit dieser Klimafrage. Da immer nur so zu tun, als wäre das Wetter, greift, glaube ich, erheblich zu kurz. Die müssen mal. Also in den Nachrichten kam dann so heute, dass dieses Ereignis da in Österreich auf Monate beschäftigen würde, wahrscheinlich sogar auf Jahre. Was ist, wenn wir jetzt alle 3 Monate so ein Wetterereignis haben? Auf wie viele Jahre wird das unsere Wirtschaft oder unsere Gesellschaft beschäftigen? Wie viele Leute werden da sterben? Wie viele Leute werden Haus und Hof verlieren? Wie viele Leute werden nicht mehr in der Lage sein, weil es ja die Mittel nicht Alles gibt, nur Wetter. das wieder aufzubauen? Wie viel Wirtschaft wird verloren gehen, weil auch die Unternehmen ja nicht arbeiten können? Die liegen ja mit ihren Betrieben auch in den Tälern und. Und wie schnell ist das wohl, dass diese Gesellschaft komplett und kaputt ist? Und dann hat Putin gewonnen, oder was? Putin, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber nee, also wir müssen die Klimakrise endlich mal Klimakrise nennen und nicht immer vom Klimawandel und Wetter reden. So ein Schwachsinn, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Es Hast du ist mir egal, mitgekriegt? was das verursacht. Die Folgen sind da und die müssen wir bewältigen und dafür brauchen wir Mittel. Richtig. Auch das Ja. ist wieder ein Grund, Abstand zu nehmen, davon die Schuldenbremse fortzuführen. Wir brauchen einen funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr. Das ist der Punkt, ja. Die Leute müssen wissen, wenn ich an den Bahnhof komme, dann fährt der Zug, ja. Da hilft es Ja, aber nichts, wenn man die Gleise verrotten lässt, wie der Wissing das ja ganz anscheinend tut, sonst hätte er ja schon längst gesagt, wie schlimm es da aussieht. Er wird nichts sagen, weil ansonsten rauskommt, dass er nicht geschafft hat, Das nicht ordentlich. stimmt. Das ist ganz Das klar, stimmt. ja. So. Aber der Sozialverband Deutschland sagt, wir brauchen Sozialticket für 29 Euro. Den Vorstoß finde ich schon sehr gut. Einen Tag, nachdem die Bayern gemeint haben, unter 64 Euro ist sowas nicht machbar. Ja, hallo. Naja, da hast du ja auch Bayern, da wundert mich gar nichts mehr. Da sitzt Audi, da sitzt BMW und wir haben da ja einen BMW-Verkehrsminister in Bayern. Da würde ich mich auch nicht mehr wundern. Inhaltlich muss ich dir recht geben, das ist überfällig, dass wir den ÖPNV günstig organisieren. Ja. Aber Faeser macht ja was, hast du es mitgekriegt? Ab heute werden die Grenzen nicht zugemacht, sondern sicherer gemacht. Da wird kontrolliert, da wird wohl Rasterfahndung gemacht. Finde ich okay. Dann hört das vielleicht auch endlich mal auf mit dem dummen Geschwätz. Die CDU-Leute haben ja tatsächlich 16 Jahre nichts gemacht.
Aber es Die geht. hätten auch die Möglichkeit gehabt, in Verbindung mit den anderen europäischen Ländern zu wirklichen Lösungen zu kommen. Jetzt geht es auf die harte Tour. Faeser wird natürlich mit ihren Maßnahmen auf extremen Widerstand stoßen. Sieht man ja schon, Österreich, Polen und so. Und die anderen werden auch anfangen zu meckern. Aber da werden wir nicht drum herum kommen. Es bedarf gemeinsamer Lösungen und die muss man jetzt verhandeln. Und wenn Genau. Olaf Scholz jetzt verhandelt, rund um Afghanistan rum und so, die Länder zu verpflichten, dann werden die paar wenigen, um die es eigentlich geht, dann eben dorthin abgeschoben. Aber das wird das Flüchtlingsproblem an sich ja nicht beheben. Die paar Gefährder oder kriminell gewordene oder was weiß ich auch immer, das ist ein kleiner Naja. Prozentsatz. Ja. Wenn dir ein Land Schläfer einschleust, das kann Russland ja genauso machen, das kann eigentlich jeder machen, dann hast du so Schläfer da und wenn die dann Terror ausüben, dann gibt es keinen vernünftigen Schutz dagegen. Das ist wohl auch wahr, ja. Ja, Auf und der Seite. manche werden halt hier durch die Umstände, die auch nicht gerade günstig sind in unserem Land für manche Bevölkerungsgruppen, werden natürlich auch aufgehetzt oder hetzen sich selber auf. Und die sind vielleicht friedlich eingewandert, aber haben gemerkt, dass es das alles hier auch kein Zuckerschlecken ist. So ist das. Auf der anderen Seite hat mich gestern bei Miosga eine Merz-Aussage nochmal heftig erregt, Ja, die ne? hier jetzt Das, gar nicht ist das nicht? war. Das ist ja Comedy, ne? Das ist Comedy, das ist Realsatire, die könnt ihr euch auch angucken. Ja. Wir werden sie auch im Kanal verlinken. Das ist unglaublich, was Merz da wieder abgelassen hat. Der glaubt wohl tatsächlich, er kann die AfD noch irgendwie rechts überholen. So ein Unfug, was der schwätzt. Damit wird er auch nicht mehr zum Original. Nein, im Grunde genommen zieht er ja mit seiner Eloge, dieser Aufzählung von und gucken Sie sich das und das und das an, eine hervorragende Bilanz der Merkel ja. Genau. Und das ist CDU-Politik gewesen. Ja, die SPD war auch mit dabei. Ja, kommt alles. Nur Merkel hat die Mehrheit gehabt, ja. Genau. Merkel hat die Politik bestimmt und die Ergebnisse der Schuldenbremse kann man sich da in aller Ruhe von ihm vorlesen lassen. Das finde Und es ich. sind eben nicht die Ausländer, die dran schuld sind, wenn die Bahn marode ist, wenn die Schultoiletten versifft sind, Ja, ja, und. genau, so ist das. Es sind nicht die Flüchtlinge. Nein, wir machen jetzt aber auch Schluss mit der Schuldenbremse und Schluss mit der Sendung. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's mal gut. In alter Frische.